So, Freunde, da bin ich wieder zurück mit Abduction, a Custom Story. Und ja, ich habe eine neue Aufnahmesession gestartet, weil ich gemerkt habe, dass die letzten 2 Minuten erstens voll interessant waren. Ich habe hier, glaube ich, 2 Minuten lang versucht, etwas zu stapeln und dachte mir, oh mein Gott, was zur Hölle machst du da, Holly, als ich mir nochmal Probe geguckt habe. Und die andere Sache ist, dass das Spiel kurz geruckelt hat und die ganze... Ach, das sind wieder die Nachbarn. Stampfen rum. Dass die Tonspur asynchron wurde, also nicht mehr so synchron zu der Cam. Und deswegen werde ich jetzt kleine Aufnahmesessions machen und ich hoffe, es lag nicht. Session. Wir machen jetzt kleine Aufnahmesessions und ich zeige euch jetzt mal, was wir jetzt eigentlich machen müssen. So. ich habe auch ein bisschen für Licht gesorgt. Oh, das blendet. Also wenn ich da reingucke, frittiert es meine Augen. Frittierte Augenpommes. Hey, eine Marktlücke. Und ja, das erhellt ein bisschen... Okay, viele sagen, hey, mach's dunkel, aber nee, dann sieht man mich ja überhaupt nicht. So, so spielen wir das jetzt. Und wir müssen hier hin, pass auf. Ich hoffe, ich finde den Weg jetzt. Moment. Wie viel Öl haben wir eigentlich noch? Ah, okay, reicht noch. So, hier ist nämlich eine Tür. Und wir haben Schlüssel für Tür. Und jeder weiß, was Schlüssel und Tür gemeinsam was machen müssen. Du verstehst? Wir müssen draufhauen. Nein, wir müssen einfügen. Ach, das ist schon offen. Ach nee, jetzt ist es offen. Ja, der Schlüssel ist weg. Oh Gott, das heißt jetzt... Oh Gott, es geht weiter. Oh Gott. Okay, gibt es hier hinten irgendetwas? Zünderbüchsen oder so? Zünderbüchsen. So, Basement-Korridor. It is locked with a simple lock. Ah, Moment, hier, sowas hier. Jetzt kann man es als Dietrich benutzen, denke ich mal. Jawohl. Ha, kommt schon, sag mir, wie geil ich bin. Kommt schon, sag's mir. Dann eben nicht. So. Ich habe Angst. Oh nein. Oh mein Gott. Treppen. Oh Gott, es ist so still. Moment, ich mach mal hier die Lampe aus. Sparen wir ein bisschen. This lock is worn, but so sturdy to break. And too sturdy to break. Das hier vielleicht? Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Sorry. Hey, okay. So, Moment, was denn? Ach, genau. Okay, das Schloss wurde leicht geschwächt oder sowas von der Säure. Und jetzt draufhauen. Oh. So. Nein! Oh nein. Nein. Ihr wisst, was das bedeutet. Das unsichtbare Wassermonster lauert hier auf uns. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Schaffe ich das? Oh nein, da ist es. Tschüss, Kiste. Man sieht sich. Oh Gott, er steht hier. Verdammt, wie soll ich das denn jetzt machen, Mann? Kann ich das... La 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 la. So. Ganz ruhig, Partner, ganz ruhig. So. Ja, jetzt sind meine Füße ganz nass. Moment. So. Jetzt. Ja. Und jetzt nochmal. So. Oh. Glaubt ihr, ich schaffe das da... Kann ich da überhaupt hoch? Was glaubt ihr? Hä? Schaffe ich es darüber zu rennen? Ohne zu... Du sagst nein? Das werden wir gleich sehen. So. Und 3, 2, 1. Okay, ich komme hier hoch. Und ich komme auch da hoch. Und hier hoch. Wow. Nein. Und jetzt? Jetzt verpassen wir dem so einen Ellenbogencheck. Okay, ach scheiße, wie machen wir das? Scheiße, okay, doch. Lauf, Mann! Ich habe so ein Gefühl, dass hier gleich 2 Stück kommen. Weil wenn er hier so alleine bleibt, ist es ja eigentlich noch ganz... Hier! Spiel damit! Hier lag so ein Ding... Hier lag so ein Rasierapparatraum. Hier, das ist ein Rasierapparat. Damit rasiert sich H immer. Die Nasenhaare weg. So. Kann ich da so hoch? Was denkt ihr? Nee. Da hinten liegt was. Oh.
Ein Hammer. Hier, spiel mal damit. Ui. Und da ist Öl. Ja. Mit den Fingerspitzen angekommen. So. Nein. Oh, hier. Laudanum haben wir aufgenommen. Und da hinten lag oder stand eine Zunderbüchse. Die holen wir uns jetzt auch. Lag hier sonst noch was rum? Nein. Oh mein Gott, ist die Musik dramatisch. Wow. So. Und jetzt müssen wir irgendwie hier raus. So am... Ja. Scheiße, schaffen wir das? Was glaubt ihr? So, okay. Jetzt renne ich erstmal... Ah, ich weiß nicht. Komm schon, gib Gas, Mann! Du hast keine Chance. Du hast keine Chance, Mann. Oh. Und jetzt schnell darüber. Und, hey, gut. Okay, was ist das denn? Eine überdimensionale Zigarettenschachtel. Öl. Sehr schön. Und den nächsten Raum abchecken. Oh. Da sind Kisten, oder? Da können wir rauf. Ja, da können wir rauf. Und... Ja. Oh, hier sind so Fleischstückchen. Sehr schön. Die nehmen wir gleich mit. Und essen sie. Was? Ach, ich soll damit das Monster ablenken. Ja, genau. Das habe ich doch gesagt. So. Und... Ja, was hättest du denn gerne? Ein Torso oder hier? Was ist das denn? Willst du das? Nee? Nein? Naja, dann hier. Ja, da geht er drauf ab. So, wie machen wir das jetzt? Au! Boah! Da hat er mir so einen Bitch-Schlepp verpasst. Ich glaub's ja nicht. So, er frisst es. Ich muss laufen. Oh. Scheiße, ey. Und wohin? Rechts? Nein. Oh, er ist noch beschäftigt damit. Komm schon. Oh nein. Oh scheiße, er kommt, Mann. Oder ist er schon hier? A very heavy gate. You cannot lift it. Scheiße. Moment, wir nehmen jetzt erstmal Laudanum zu uns. Oh. Wie ich dich nicht vermisst habe, mein Freund. So, hat's geleckt? Nein, ich hoffe, es ist noch alles synchron. Ja. Ganz ruhig, Mann. Ganz ruhig, ey. Wow. Wie gut, dass ich Quake 3 früher gespielt habe und das Movement drauf habe. Die Strafe-Jumps und was weiß ich, ja. So kann ich hier rauf? Nein. Ja, nein. Wow, bin ich schnell. Ich bin dick und bin hier nicht hochgekommen. So, ins Atrium. Da geht's nirgendwo hin, da geht's noch rein. Entschuldigung, kannst du mir sagen, wo es da reingeht? Ach so. Na, wirklich? Okay, dann gibt's da Kisten. Ja, da gibt's Kisten. Geronimo! Oh, da ist ein Hebel. Moment, ach so. Ach, ich versteh's. Wir müssen den Hebel hier betätigen. Und dann öffnet sich das Tor da hinten. Und da müssen wir dann schnell rüber jumpen. Schiete. Aber was ist im Art... Wo ist denn der Typ? Nein! Oh, hier bist du. Oder wo ist der? Komm, wir gehen jetzt erstmal ins Atrium. Ja, it's locked and will not open without the key. Arschloch. Wo ist denn der hin? Der ist weg. Monster? Es ist ertrunken. Anders kann ich mir nicht erklären. Wo ist es hin? Ja, gut. Gut, dann. Ah, jetzt. Lauf. Wo ist es hin? Das will mich doch verarschen. Seht ihr meinen skeptischen Blick? Ja, ich bin sehr skeptisch gerade, was die Situation hier angeht. So, komm, schnell. Und drinne. Da liegt ein Tor, so, okay. Ist das jetzt ein Bug? Komisch.
Da liegt da auf jeden Fall der Schlüssel. Das ist ja langweilig. Oder war ich ihm zu langweilig? Oder vielleicht zu gut? Naja. Gut. Dann spazieren wir mal durchs Wasser. Oh yeah, wir spazieren durch das Wasser. Und sind viel krasser als das Monster. La 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 la. Und öffnen jetzt diese Tür. So. Rein ins Atrium. Okay, hat ja ziemlich gut geklappt. Irgendwie verbuggt? Ich weiß es nicht. Oh, schöne Musik, die mich in Sicherheit wiegt. Aber trotzdem bin ich skeptisch. Ja, ich bin skeptisch. Extrem skeptisch. Und es ist verdammt hell hier. Naja. So, was liegt denn hier so? Ein Zettel. Oh. When the eagles see blue and the lions see red, one drop of your blood shall reveal the path ahead. Okay, also wenn der Adler blau sieht und der Löwe rot, dann passiert was, okay. Und ich habe schon gesehen, hier gab es Statuen, da. Da ist, okay, hier ist... Moment, der Adler sollte... Nein! Ah, ich muss... Der Adler war, glaube ich, blau, genau. Der Löwe rot. Und was geht bei dir ab? Nichts. Gut. Und da war noch irgendetwas mit meinem Blut und so. Aber naja, wir gucken jetzt einfach mal rum hier. Da kann ich was nehmen. An empty pedestal. Also ein leeres... ne? Ja. Das sage ich jetzt extra nicht, wie das heißt, weil... Ich will, dass ihr googelt. Weil... Hey, guck mal, ein East Wing. It's locked, perhaps one of the nearby rooms holds the key. Okay. Ist gesperrt, aber vielleicht, ganz vielleicht, man munkelt, dass einer der anderen Räume den Schlüssel beinhaltet. Also schauen wir mal. Oh, hier gibt es ja viele Räume. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, oh scheiße. Ich fühle mich gerade hier irgendwie in Minecraft. So. Muss kurz auf die Uhr achten. Ich will nämlich einen kleinen Schnitt machen und... Damit auch sich nichts verschieben tut. So, hier ist noch so eine Tür, okay. In den Keller. Oh. Genieße ich mal noch ganz kurz die schöne atmosphärische Musik und auf ins Verderben. So. Hier gibt es auch keine solche kleinen... Ach, wie heißt denn das jetzt? Monologe? Nein. Egal. Vergiss es. Ich bin durcheinander. Warum ist alles so blau? Ah, wahrscheinlich finde ich hier dann den Stein für den Adler. Oh mein Gott, ist das eine verdammt krasse Atmosphäre. Was, wo geht's hier lang? Hallo? Okay. Was liegt denn hier rum? Steine. Alles klar? Und wir befinden uns wieder zu lange in der Dunkelheit und kriegen ganz panische Angst. Also mache ich meine Lampe an. Oh nein, ein Hebelrätsel. Ach. Das ist doch Bullshit, Mann. Ah. Kein Bock drauf. Gut. Was gibt's hier unten? Was ist das denn? Nebel. Wobei das nicht nach Nebel riecht. Das riecht nach harten Stoff, Jungs. Ja, mal sehen wir mal, was die Monster hier machen. Die kiffen. Kiffen heimlich. Ja. Die kriege ich nicht auf, aber die geht bestimmt bald auf und bringt uns ein Monster rein. This door has no visible handle. There must be another way to open it. Oh yes. With the Hables open. Oh, fuck. Nein. 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 Oh, hi. Jetzt sag mir nicht, da geht... Okay. Oh, da ist es. Scheiße, wir müssen uns verstecken, Mann. Im Schrank. So. Hey. Jetzt sind wir ganz alleine im Schrank.
Nein. Kommt es denn hier rein? Oh Gott, es kommt hier rein! Scheiße! Oh. Okay, ich glaube, es findet uns nicht. Nein. Geht es überhaupt weg? Ich hoffe es. Ja, es geht weg. Es schleicht davon. Ja. Hallo? Die Musik ist aber noch da. Ich glaube, der ist da irgendwo. Oh, ja. Er schleicht dort rum. Aber ich drehe hier auch langsam durch. Moment, was? 4, 15. Was? 27, 18. Ha, habe ich jetzt gewonnen? 4, 15. Was hat das zu bedeuten? 4, 15. Ich glaube, das muss dann oben 4 und unten 15 sein, also beim Hebel. Jetzt ist nur das Problem, wir müssen irgendwie zum Hebel. Die Musik ist weg. Hey! Ja, die Musik ist weg. Ich glaube, das Monster ist auch weg. So, hier ist ein Laudanum. Alles schön nehmen. Und ich würde sagen, hier werde ich jetzt erstmal einen kleinen Schnitt machen. Ja. Und wir sehen uns dann hier so im Kerzenlicht. Im romantischen Kerzenlicht verabschiede ich mich jetzt nun von euch. Und ich hoffe, ihr schaltet.